Nehmen wir an, der Josef hätte vor 2000 Jahren für seinen Sohn Jesus einen einzigen Eurocent angelegt, so es ihn damals gegeben hätte, und hätte ihn angelegt, sagen wir bei der Volksbank von Judäa, hätte gut verhandelt, Sparbuch, 5% Zinsen. Das ging verloren in den Wirren der Geschichte und Sie finden das heute, dieses Sparbuch, beim Aufräumen im Keller in Hamburg. Sehen, ach, guck mal, toller Papyrus, Volksbank-Logo drauf oder Sparkasse, ist egal. Gehen morgen, sind Sie der Erste am Schalter und sagen, tragt mir mal die Zinsen nach. Machen wir doch mal Fragen ins Publikum. Ich hoffe, die Kamera kriegt das mit, aber die sind ja Profis. Was schätzt ihr, was Ihnen jetzt, wenn Sie dieses Sparbuch finden, was Ihnen jetzt für ein Vermögen zur Verfügung stehen würde? Komm, drei Fragen. Küchen, Hammerbund, schnell, komm. 5 Millionen? 5 Millionen. 10 Millionen. 10 Millionen zum Zweiten. Wolfgang Lippert sagt mehr was? Geld, als Nichts. Die Welt hat. Mehr Geld, als die Welt hat, machen wir es kurz. 20 Lire. 20 Lire. Hören Sie auf, meine alte italienische Lire hier wieder fertig zu machen. Lire mit etwas überalteten Zahlen, verzeihen Sie mir das. 295 Milliarden Weltkugeln aus purem Gold. Ja. 88.000 Sonnen, ein paar Monde, je nach Wechselkurs, wie Sie es gerne hätten. Das ist der Zinseszinseffekt, der von uns allen unterschätzt wird, weil der Mensch nicht exponentiell denken kann, nicht im Zinseszins denken kann. Wir können nur linear denken. Und jetzt machen wir die Gegenprobe linear, weil jetzt wird es richtig spannend. Nehmen wir an, der Josef hätte für seinen Sohn Jesus immer die Zinsen abgeholt jedes Jahr. Gleiche Verhandlungen, hätten nur die Zinsen nicht stehen lassen, sondern hätte sie jedes Mal abgeholt und das Kopfkissen gelegt. Und jetzt finden Sie Sparbuch und Kopfkissen. Wie viel steht Ihnen jetzt zur Verfügung? 1 Euro. 1 Euro zu 295 Milliarden Weltkugeln aus Gold ist der Unterschied zwischen Zins und Zinseszins. Ja, und das bringt mich natürlich auf die Idee, ist übrigens uralt. Im Mittelalter gab es, jedenfalls in der christlichen Soziallehre, das Zinsverbot. Arbeitsloses Einkommen war Sünde. Nach den USA schauen. Wir gucken uns momentan die Eurozone an. Die Schulden hier. Es sieht rund um uns nicht besser aus. Die Amerikaner stehen verschuldungstechnisch wesentlich schlechter da als Europa. Wenn wir uns die einzelnen Bundesländer, Sie haben die angesprochen, die Bundesstaaten in den USA anschauen. Katastrophal. Die müssen jetzt Tausende von Häftlingen entlassen aus humanitären Gründen, weil sie nicht mehr finanzieren können, nicht mehr durchfüttern können. Ja, ja. Dort werden Tausende von Schulen geschlossen. Es werden Polizeilabore verkauft, damit man die Rate für den nächsten Monat noch bezahlen kann. Die Amerikaner sind gerade entsetzt auch über die Deindustrialisierung. Wir diskutieren im Moment. Ja, ich habe gehört, dass man LKW bestellen wollte vom Verteidigungsministerium und sagte, wo kriegen wir denn Stahl her? Ja. Amerikanischen Stahl, die haben keinen mehr, weil es nur noch ein einziges Stahlwerk gibt. Das gehört ihnen dann. Also die haben nichts mehr. An den Märkten kommt jetzt ganz groß die Spekulation, die Wetten auf ein Pleitegehen der amerikanischen Bundesstaaten. Wir müssen uns überlegen, dass Griechenlands Gesamtverschuldung bei etwa 300 Milliarden Euro liegt. Das machen die USA in gerade mal 3 Monaten.